Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Wir sind in der Entwicklungsphase 3 von Superkräfte Ahoy, einem neuen Action-Adventure in einem großen Spiel. Und ich würde fast sagen, kriegen wir das noch mit rein? Kriegen wir sogar noch mit rein, die Open World. Das ist sehr schön. Ja, dann lassen wir das doch so. Oder kann der... Paul Press ist gar nicht mehr dabei, okay? Sonst hätte ich gedacht, der Sip Meier könnte noch irgendwas übernehmen. Aber nee. Wir werden auch gleich mal noch jemanden einstellen, würde ich sagen. Damit wir einfach mehr Möglichkeiten haben zu variieren, wenn wir große Spiele entwickeln. Dass die Leute sich nicht so sehr erschöpfen. So, kommt, haut die Punkte raus. Ich will über 300 mit beiden kommen. Die Dinger kommen schon langsamer, weil die so erschöpft sind. Das ist nicht so schön. Es wird kein gutes Spiel. Es wird kein gutes Spiel. Das sehe ich doch kommen. Das sehe ich kommen. Immerhin Technologie 300, genauso wie vorhin bei dem mittleren Spiel. Naja. Boah, da kommen mal wirklich sehr langsam die Forschungspunkte. Das lohnt sich ja gar nicht. Eigene Spielemesse. Probieren wir es mal mit Codename Grid. Unser eigenes Steam entwickeln ist bestimmt keine schlechte Idee. Gibt Geld. So, haut den Bug raus. So, und... Oh, neuer Designrekord mal wieder. Kein gutes Management. 3D-Grafikaufstieg. So, in den Urlaub. In den Urlaub. In den Urlaub. Nein, du sollst nichts trainieren. Du sollst in den Urlaub. Und so, jetzt kommt Superkräfte Ahoy. Ja, also mit mittleren Spielen, mit großen Spielen haben wir echt noch fette Probleme. Da sollten wir, glaube ich, weiter erstmal die Finger von lassen. 5, 4, 5, 6, also eine glatte 5. Ah, naja. Naja, was kostet denn das MMO? 150, können wir uns leisten, machen wir. MMO finde ich, wie gesagt, sehr wichtig. Das würde ich nämlich gerne erforschen. Naja, immerhin 2,5 Millionen Umsatz in der ersten Woche. 1,6 in der zweiten. 1,6 in der dritten, immerhin. Und 700.000 in der vierten. Jetzt kackt es nur noch ab. Superkräfte Ahoy hat 500.000. Ja, ja. 500.000 verkauft, das ist super. So, MMO-Support. Ne, kein neues Spiel, eine neue Engine. Wir machen unsere erste MMO-Engine. Rain MO. Das ist V1. Nehmen wir mit der 3D-Grafik V5. Mit Full Motion Video. Mit MMO-Support. Mit Fähigkeitsbäumen. Mit realistischem Wetter. So, 1,6 Millionen hauen wir raus für Rain MO V1. Und dann probieren wir uns mal in unserem ersten MMO. Nein, wir brauchen gerade nichts. Danke, G3. Wir sind glücklich. Ach, ich wollte ja jemanden neuen einstellen. Aber das mache ich nach dem MMO. Weil sonst wird das Spiel wieder schlechter, weil wir einen neuen dabei haben. Das möchte ich ja auch nicht. Obwohl, doch, können wir jetzt mal machen. Die Engine ist ja nicht so wichtig. Wir machen mal einen internen Programmierwettbewerb. Super, wir fangen sofort damit an. Dann mal sehen, wer da gewinnt. Da lernen die nämlich auch was dazu. Das ist eigentlich ganz cool. Aber es geht halt nicht während der Auftragsarbeit. Da brechen die halt, wie ihr seht, die brechen ihre aktuelle Aufgabe sofort ab und fangen an, hier rumzuprogrammieren. Und bei wem das Ding zuerst weg ist, der hat gewonnen. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird David werden, oder? Ja, es müsste eigentlich David werden. Superkraft Ahoy wurde vom Markt genommen. 11 Millionen, na, immerhin. Immerhin 11 Millionen. David ist jetzt... Oh, Rainer hat gewonnen. Das hätte ich nicht gedacht. Und der zweite ist David und der dritte Justin. Der vierte ist Sip und Paul. Der letzte. Vielen Dank, dass wir einen Programmierwettbewerb machen durften. Es war ein großer Erfolg. Rainer hat den Wettbewerb gewonnen und freut sich, das Preisgeld von 90.000 für wohltätige Zwecke zu spenden. Wir haben alle eine Menge bei dem Wettbewerb gelernt. Ja, das stimmt wohl. So.
Wenn gleich die Engine fertig ist, probieren wir uns mal an einem MMO. Nur für den PC erstmal. Pling, rein MMO, fertig. Neue Forschung unter Lizenz von Spielengines vergeben. Das ist auch geil, das werden wir auch mal erforschen, dass wir unsere Lizenzen weiter vergeben können. So, ein mittleres Spiel. Wir machen natürlich ein Fantasy-Rollenspiel-MMO. MMOs können keine... Das muss ein großes sein. Okay, da machen wir kein MMO. Da machen wir erst ein normales Spiel. Ein normales Rollenspiel. Und zwar, was nehmen wir denn für ein Rollenspiel? Alternative Geschichte. Rollenspiel. Nehmen wir wieder alle. Oder nehmen wir alle mit für ein Rollenspiel? Nee, nehmen wir nicht. Nehmen wir nur PC. Dann nehmen wir das. Es hat einen MMO-Support, aber wir brauchen das ja nicht. Wir müssen das ja, glaube ich, nicht mitnehmen. Die Zeitachse. So, 3D-Grafik V5. Und danach stellen wir mal jemanden neuen ein. So, Fähigkeitsbäume nehmen wir mit. Mehrspielermodus lassen wir draußen. Full-Motion-Video nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir mal gucken. Es ist alles nicht möglich, so wie es gerade ist. Wir müssen gucken, was wir rausnehmen. Nehmen wir die Zwischensequenzen raus. Die Zwischensequenzen können einfach drin bleiben. Scheiße. Erfolge können wir rausnehmen, aber es bringt ja auch nichts. Wenn ich jetzt alles auf volle Pulle stelle, habe ich hier 48, hier 83 und hier 48. Also wir kriegen es nicht hin, dass alles hundertprozentig drin ist. Das ist sehr schade, weil es so viele Optionen sind. Nehmen wir die grundlegende Physik vielleicht raus, dann kann die Engine schon mal wieder was runter. Und zwar ein ganz schönes Stück. So, jetzt haben wir 57 und 57. Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Verzweigende Erzählung auch. Nehmen wir die Tutorials noch raus. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, da wir jetzt da so ein paar Prozent, da uns ein paar Prozentpunkte fehlen, wird das nicht so das Mega-Spiel werden, fürchte ich. Aber ich kann mich ja überraschen lassen, weil jetzt ein Unternehmen namens Rise VR hat ein Virtual Reality Headset entwickelt, das endlich den Weg zu einem wahren 3D-Erlebnis ebnen soll. Das neue Headset heißt Visorius, sieht aus wie eine riesige Skischutzbrille und bietet ein großes Blickfeld sowie eine fast perfekte Bewegungsverfolgung. Nach einem ersten Test klagten einige Spieler über Übelkeit, aber mit dem richtigen Spiel kann die Technologie sicherlich das Spielerlebnis weiter vertiefen. Neue Forschung, Visorius-Unterstützung, ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Minispiele brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. KI-Gefährten, obwohl. Doch, KI-Gefährten sind eigentlich ganz cool. So, Dialoge sind ziemlich wichtig. Okay, lassen wir die KI-Gefährten raus, sonst kriegen wir das nicht hin. Gucken, wie weit wir runtergehen mit der KI. Machen wir es vielleicht so auf Mittel. Hokai. Da kommen auf jeden Fall, da kommen immer mehr Punkte zusammen als bei so einem großen Spiel, obwohl es eigentlich genau andersrum sein sollte. Naja, ich sag mal nix, ne? So, Soundtrack machen wir dabei. Das brauchen wir nicht. Tag- und Nachtdienst brauchen wir auch nicht. Open World, aber ja. Realistisches Wetter. Kriegen wir schon wieder nicht alles unter. Ist doch scheiße. Ist doch echt kacke. Okay, ohne Soundtrack kann der Sound noch ein bisschen was runter. Ja, und der Rest bleibt so. Wenn nicht alles richtig fertiggestellt ist. Also es gibt auf jeden Fall einen Designrekord. Wir sind gleich über 300 Design. Ob wir auch noch über 300 Technologie kommen? Ja, kommen wir auch noch. Ja, hat eigentlich gute Werte. Aber ich glaube, das war nicht wirklich ausgewogen. Das wird nicht so toll werden. Fürchte ich fast. Da kommen noch so viele Punkte nach. So, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht es hier. Für beides ein neuer Rekord. Gutes Management. 3-4 Levelaufstiege. 5. Sehr schön. Ja, Justin Hill. Neue Forschung. Umfassende Erzählung. Prominente Synchronsprecher. Selbstlernende KI. Alter, so viel. Wir nehmen nochmal ein Demospiel und hauen mal hier 2 Millionen Budget raus. Wir brauchen nämlich einen guten neuen Mitarbeiter.
So, Spielbericht für die Zeitachse. Ja, ist nicht mal eine 10 dabei, aber ist immerhin bei einer 7. Das hätte ich nicht gedacht. 8? Also ich hätte es deutlich schlechter eingeschätzt. Jetzt 7, 8, 7. Damit können wir eigentlich relativ gut leben. Noch eine 8. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. So, du kannst aber trainieren. Und zwar Technologie. Wir müssen nämlich aber dringend wieder trainieren mit den Leuten. Du kannst mal den Game Design Kurs machen. Du kannst mal den Game Design Kurs machen. So, wen haben wir denn hier? Level 3 Tom References. Sehr auf Technologie, weniger auf Design. Der ist ziemlich ausgeglichen, aber Level 2, den können wir nicht gebrauchen. Level 3. Level 3. Level 6. Nehmen wir unsere erste Frau ins Boot, würde ich sagen. Ja, Jeanette, du bist dabei. So, trainieren, Einarbeitungstraining. Okay, uns erreicht also eben die Meldung. Ja, 500.000, jetzt erst in der, weiß ich, wievielten Woche. Spielweltdesign scheint sehr wichtig zu sein und alle alternative Geschichte ist eine großartige Pipapo. So, wir den gleich fertig gelernt haben, gucken wir ein bisschen nach Auftragsarbeit, damit sie sich ein bisschen einarbeiten kann hier im Team. Superkräfte, ahoi, Superhelden, Aktion, super Grafik scheint sehr wichtig zu sein und Dialoge nicht sehr wichtig, okay. So, alle fertig. Auftragsarbeit. Jo, das schafft ihr alle. Ah, es kommen direkt auch Punkte von ihr. Das ist sehr schön. Das freut mich. So kann es weitergehen. Ja, BIOS installieren. Oder hier Computer installieren. Irgendwas mit BIOS. Fertig. Wunderbar. Nein, ich wollte hier in einen leeren Raum klicken. Auftragsarbeit. Space Shuttle. Probieren wir das doch mal. Ob wir Teile für ein Space Shuttle hier machen können. Na? Nein, wir brauchen keinen. Dankeschön. Es könnte eng werden. Obwohl. Design haben wir jetzt noch alle in Technologie. Alle. Ah, knapp. Knapp. Also wir wissen, das ist sehr knapp. Das könnten wir bald schaffen. Müssen die alle in Urlaub oder ist das, weil die nicht eingespielt sind? Schicken wir die mal in Urlaub. Nee, ich wollte hier ihn anklicken, den Paul. In Urlaub. In Urlaub. In Urlaub. 12 Millionen, naja. In Urlaub. So, haben wir noch irgendwie eine kleine Auftragsarbeit, die wir zu zweit schaffen? Ja, das schafft ihr zu zweit. Da bin ich mir relativ sicher. Jeanette und Rainer allein im Büro und knick-knack. So, du hast noch nicht trainiert. Du kannst mal trainieren. Wir machen den, können wir den zum Spezialisten machen? Nein, wir brauchen 200 Forschungspunkte. Also nein, Boost halte ich für relativ ineffektiv. Da macht er mal für eine kurze Zeit mehr, haut er mehr Punkte raus, aber ich weiß nicht. So, du kannst auch mal was trainieren. Den Programmierkurs. So. Du kannst mal noch was erforschen. Optimiert für... Schade, das schaffen wir nicht. Na, dann machen wir ein neues Thema. Was haben wir denn noch? Militär. Endlich mal was Militäriges. Wo ich ja auf die Militärspiele unglaublich stehe. Vokabular. Nehmen wir mal Tanz mit hier. Können wir mal ein Kinderspiel, ein Tanzkinderspiel entwickeln. Wirtschaft. Nehmen wir auch mal mit. Und du erforschst noch ein Thema. Und zwar Wilder Westen. Oh, bald ist unser Codename Grid fertig. Das ist ja schön. Das freut mich. Chef, sie ist fertig und online. Grid ist der Name unserer eigenen internetbasierten Vertriebsplattform. Das System sollte den Marktanteil der PC-Spiele stark verbessern. Wenn wir einmal unsere eigene Konsole produzieren, werden wir damit auch dort großen Vorteil haben. Grid wird jeden Monat Geld in unsere Kasse spülen. Das sollte uns helfen, neue Projekte und Spiele zu finanzieren. Yay! So, was können wir denn noch hier für ein Projekt starten? Unterlizenzen von Spiele-Engines vergeben, ja. Da kann man auch noch ein bisschen Geld mit verdienen. Das ist goodie gut. So, wir machen nochmal ein mittleres oder probieren wir mal. Ich wage es jetzt. So, PC.
Und wir nennen es World of Schmorkraft. Mit Rain MO1. Kostet 7,8 Millionen, alter Schalter. Okay, 3D-Grafik V5. Grid-Einnahmen, immerhin 200.000, ist ja schon mal nicht verkehrt. So, das muss alles dabei sein. Fähigkeitenbäume muss alles auch dabei sein. So, die Engine kann man noch ein bisschen runter. 84, 99. Full-Motion-Video braucht eigentlich nicht, oder? Doch, lassen wir mal dabei. So, vielleicht... Nee, dich brauchen wir irgendwas für irgendwas später nochmal. Nee, ich wollte nicht trainieren. Ich wollte eigentlich Marketing. Machen wir mal Zeitschriften und Demos, weil die anderen, die brachten nicht so viel. Das brachte doch... Nee, ein Hype von 1. Geil. Aber da rasen doch die Punkte deutlich schneller vorbei. Ja. Welche Entscheidungen? Fantasy-Rollenspiel? Ach Mann, warum sind das denn keine einfachen Fragen? Mehr Level-Design oder mehr... Nee, mehr Level-Design. Engine haben wir ja schon relativ weit nach unten gedrückt. Ah, das sehen andere auch so. Sehr schön. Ja, Grid hat immerhin so viel... Ja, die verschenken wir wieder. Grid nimmt so viel ein, wie wir im Moment ausgeben. Das ist ganz cool. So, du, nee. Moment, erstmal schauen wir mal. Easter Eggs lassen wir einfach mal raus. KI-Gefährten nehmen wir dafür mit rein. So. Jeanette. Willst du den Teil vom Paul übernehmen? Das machst du doch, ne? Machst ein bisschen Level-Design. Das schaffst du schon irgendwie. So, 40.000 Fans und es hat nur 2,8.000, das sagt man auch häufig. So spricht man eigentlich immer. Also ich zumindest. Schon über 300 Design. Ich glaube, das wird diesmal ein relativ gutes Spiel. Kann das sein? Beides über 300 und die Punkte fliegen hier wie sonst was. Letztes Mal flogen die nicht so. Schaffe noch den Tag- und Nachtzyklus. Dann wieder mal ohne Soundtrack. So, Rainer ist jetzt völlig überladen. Und Justin auch. Macht der das von Justin? Der das von Justin? So, dann ist David genau auf 100. Obwohl das natürlich Grafik ist natürlich nicht so seins, ne? Müsste eigentlich schon der Paul machen. David. Machen wir das so. Der Justin kommt dahin. Ah, ne, Quatsch. Der Paul muss abgelöst werden. Dann aber lieber von uns. So, und Justin könnte das vom SIP übernehmen. Ne, kann er nicht. Also nicht so gut zumindest. Dann lassen wir lieber den Rainer überarbeiten, weil der muss ja nicht in Urlaub. Und ich glaube, bei dem sind die Auswirkungen auch nicht so groß wie bei den anderen. Über 400 beides, alter Schalter. Über 500 Technologie. Gucken wir, ob wir noch über 500 Design kommen. Das fände ich schön. Wir haben nämlich noch einige Bugs, die raus müssen. Oh, das ist aber eine sehr kleine Schrift da unten. Unter Lizenzen von Spielengines vergeben. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube überhaupt noch erkennen kann. Das steht zumindest da. Vertraut mir. Vertrauet mir. Ich würde gerne auch auf 500 Design. Geht das wohl? Bevor der Hype runtergeht. Ja, 501 Design. Wunderbar. Raus damit. 503, 546. Uiuiui. Level Design Aufstieg, 3D Grafik Aufstieg. Sip und Paul haben einen Aufstieg. Die kriegen natürlich mehr Geld. Na klar, Spezialtraining für SIP verfügbar. So, haben wir noch neue Auftragsarbeiten? Ja, haben wir. Bibliothekssoftware, die haben wir mal eben raus. Jetzt kommen die ersten Bewertungen für World of Schmorkraft. Ich habe Angst, ich möchte nicht auf OK drücken. Nein, ich möchte nicht auf OK drücken. Ich habe doch so eine Angst. Oh, okay, ich drücke auf OK. Ja, okay. 8. Ist okay.
7 ist nicht ganz so okay. 9 hingegen ist sehr okay. Und noch eine 9. Ja, super. Das sollte doch ein relativ erfolgreiches MMO werden. Das ist sehr schön. Mal gucken, wie sich das verkauft. Nee, das schaffen wir nicht. Spiel portieren. Aber das sollten wir schaffen. Spielkonzept bewerten. Verkauft sich aber nicht so gut. Tutorial. Dein MMO ist nun im Handel erhältlich. MMOs funktionieren etwas anders als normale Spiele. MMOs erzeugen nicht nur Einkommen, sondern verursachen auch Instandhaltekosten, um die Spieleserver und den Kundenservice am Laufen zu halten. Du siehst den Betrag der Instandhaltekosten in der Verkaufskarte. Anders als andere Spiele, die eine beschränkte Verkaufsdauer haben, verkaufen sie MMOs unendlich lang. Du wirst selber entscheiden müssen, wann du ein MMO vom Markt nehmen möchtest. Um ein MMO vom Markt zu nehmen, klicke einfach auf das Verkaufsfenster, um ein Menü zu öffnen. Da MMOs so teuer in Entwicklung sind, solltest du lieber versuchen, dein aktuelles MMO zu erweitern, als ein neues zu erstellen. Dazu musst du ein Add-on entwickeln, mit dessen Forschung du nun beginnen kannst. Neue Forschung, Erweiterungspaket. Was wir auch gleich direkt mal erforschen. Da sehen wir jetzt die Einnahmen und die Serverkosten sozusagen. So, Erweiterungspaket muss her. Du musst in den Urlaub. Und wir speichern. Und wir beenden das Spiel, diese Folge für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Game Dev Tycoon, wo wir eigentlich so ein relativ gutes World of Schmorkraft entwickelt haben, was sich aber nur so mittel verkauft. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen!